Was glaubt ihr, wird mit all den Leuten geschehen, die wir in Lothering zurückgelassen haben? Einige werden sich nach Denerim durchschlagen. Viele werden sterben. Ganz nach dem Willen des Erbauers. Wärt ihr nicht lieber dort geblieben? Um mehr von ihnen helfen zu können, meine ich. Wenn die Verderbnis nicht aufgehalten wird, müssen alle sterben. Wir dienen einem größeren Ziel, wir beide. Hier und jetzt. Es ist also in Ordnung, einige Menschen für ein größeres Ziel sterben zu lassen? Da bin ich nicht so sicher. Ich fühle mich schlecht dabei, hilflose Menschen in Panik zurückzulassen. Ihr tut, was ihr tun müsst, Alistair. Uns erwartet noch weitaus Schlimmeres. Ihr müsst euch dagegen abhärten, und das wisst ihr. Darin war ich noch nie sehr gut. Im Abhärten, meine ich. Ich halte ein wenig Schwäche eigentlich für besser. Sie stört mich nicht. Ich glaube euch nicht. Abgesehen davon hat ohnehin keiner von uns eine Wahl. Ich war doch gar nicht in Lothering. Was soll denn der Käse? Das ist ein Scherz, oder? Ich war doch gar nicht da. Ach so, doch, dort, natürlich. Ja, da konnte ich ja nichts dafür. Jetzt habe ich das verwechselt, natürlich, da konnte ich doch nichts dafür. Jetzt habe ich schon gedacht, hä? Das war ja nur das Ding. Okay, hier rein, Tornai. Das war ja nicht unsere Schuld. Wir haben sie ja wir haben alles gemacht, was ging. Es soll bei so einem Tornai jede Menge Regeln geben. Und wenn jemand eine bricht, werden sie ernsthaft böse. Ah, oh, das ist richtig. Das habe ich ja am eigenen Leib erfahren. Okay, hier sind lauter Zuschauer. So, was ist das da? Tornai-Meister. Willkommen in... Ihr. Was wollt ihr hier? Haben die grauen Wächter erkannt, welche schlechte Entscheidung sie getroffen haben? Ich bin hier, um Ursama gegen eine Verderbnis zu verteidigen. Zwei gibt es heute einen Tornai. Drei, seid ihr sicher, dass ihr mich derart beleidigen wollt? Nimm das Erste. Dann werde ich zu den Ahnen für Ursama beten. Und für die Welt. Ja, ist doch schön, okay. Sonst hat er nichts. Und hier sind noch ein paar Wachen. Ja. Okay, man hört aber schon das Publikum jubeln. Die Frage, wo wir jetzt lang müssen. Wie ihr meint. Kann nicht geknackt werden, okay, das ist dicht. Ja, ich möchte hier gerne ein bisschen Party machen. Wir öffnen die Teilnehmerliste in wenigen Stunden. Was? Erst? Das ist doch viel zu spät. Na gut, wenn es erst in wenigen Stunden ist. Eieiei. Also gut, wie weit sieht es eigentlich mit dem XP aus? Alistair kommt bald wieder. Liliana, ja gut, da dauert es noch ein bisschen. Gut, gehen wir mal wieder raus. Das ist halt die Frage, wo ich jetzt hin muss. Alistair, was ist das? Ein Strumpf. Ein schmutziger Strumpf. Wie kommt er in mein Bettzeug? Vielleicht mag er euch. Strümpfe sind ziemlich gerissen. Mir gehört er jedenfalls nicht. Euer Name ist eingestickt. Oh, das gehörte zur Templerausbildung, damals in der Kirche. Die Männer haben immer ihre Strümpfe verwechselt. Nun, tut mir leid. Ich befreie euch umgehend davon. Einer meiner Strümpfe ist ohnehin etwas feucht. Da tut ein Wechsel Not. Ihr wollt ihn anziehen? Er ist schmutzig. Und trocken. Wir sind auf dieser Reise nicht gerade mit Luxus verwöhnt. Ihr habt schreckliche Unarten angenommen. Ja, das ist auch so ein Klassiker. Okay, kann man hier rein? Schlüssel erforderlich. Alles klar. Vielleicht die Schatzkammer oder so. Aber ich glaube nicht, dass mich das plündern darf. So, hier Bürger. Und alles Bürger. Oh, hier schöne Sachen. Möchte ich auch haben. Darf ich die nicht kaufen? Was ist denn das? Nuckfänger Bohrmoor. Böhmoor oder ach was, egal wie man das ausspricht. Ich hätte mich auf normale Nacks beschränken sollen. Und jetzt habe ich die auch noch verloren. Die finde ich nie wieder, so schnell wie die sind. Normale Nacks? Die mag ich nicht. Die sehen so schmutzig aus. Ich gehe jedenfalls nicht zurück zu dem Lieferanten in der Stadt des Staubs. Ich werde wohl zusperren müssen. Okay, sind die Dinger gefährlich? Man muss sie vor dem Grillen kochen. Aber sonst sind sie völlig ungefährlich.
Manche sagen, sie wären gute Haustiere. Ich finde, da könnte man auch eine Rübe an die Leine nehmen. Das ist gut, das gefällt mir. So, wenn ich Nax sehe, bringe ich sie euch vorbei. Das wäre sehr nett. Ich brauche nur eine, um wieder ins Geschäft zu kommen. Okay. Hier habe ich doch irgendwas fiepen gehört. Mal hier hinten rein. Sind doch bestimmt welche. Na komm, 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 komm. Verzeiht, ich, habt ihr kurz Zeit? Ja, Dagna. Oh, ich sprach eigentlich mit euren Gefährten. Oder kommt ihr auch von der Oberfläche? Okay, kann ich euch helfen? Ich suche schon ewig jemanden, der die Oberfläche wirklich kennt. Ihr habt wohl noch nie von etwas gehört, das sich der Zirkel nennt. Oh doch, der Zirkel der Magi. Ich versuche seit Jahren mit ihm Kontakt aufzunehmen und habe jeder Karawane dorthin Briefe mitgegeben, aber nie eine Antwort erhalten. Ich will wissen, ob sie mich als Schülerin aufnehmen würden. Soll ich sie fragen? Warum sollten sie das nicht tun? Seid verrückt, Zwerge sind nicht magiebegabt. Ihr wollt Orsama verlassen? Bleibt, ich kann euch nicht helfen. Ja, ich frag dort mal. Das wäre großartig. Mein Name ist Dagna, Tochter von Jaina aus der Schmiedekaste. Sagt ihnen, dass ich gerade das Forticum Kadab des Reichs von Tevinter lese. Und es ist wirklich faszinierend. Wusstet ihr, dass die Magisterlots des Reiches früher Stammbäume jeder Menschenfamilie hatten, in der je ein magiebegabtes Kind geboren wurde? Sie ist so enthusiastisch und liebenswert. Ich bin froh, dass wir ihr helfen. Oh, ich packe sofort meine Sachen. Ich warte dann beim Geschäft meines Vaters. Was? Sollst du jetzt noch nicht oben sehen? Ich wollte doch erst fragen. Okay, was haben wir hier? Die Quest aktualisiert. Eine ungewöhnliche Gelehrte. Trage dem Zirkel der Magi Dagnas Wunsch vor. Du bist einer jungen Zwergin namens Dagna begegnet, die sich nichts mehr wünscht, als beim Zirkel der Magi ausgebildet zu werden. Auch wenn es Zwergen nicht möglich ist, Magie zu wirken, möchte sie zumindest die Theorie studieren. Du hast dich bereit erklärt, den Zirkel aufzusuchen und die Magier zu fragen, ob Dagna bei ihnen studieren kann. Ja, machen wir das mal. Vielleicht hilft's, vielleicht auch nicht. So, was ist hier? Was gibt's hier für eine Knolle? Diamantenfell, das ist also das Ding. Und wo komme ich hier hin, wenn ich da weitergehe? Hey, was ist denn da unten? Ui, ein Nack, ein Nackel. Du steckst die Nack in eine Schachtel, um sie an Burmoor zu liefern. Saugeil. Okay, hier ist die Minenknolle, das sind die Tiefen. Da komme ich später bestimmt noch hin. So, und jetzt gehen wir zu dem Burmoor wieder hin und geben dem das Ding. Geht weiter, ich bin raus aus dem Nackgeschäft und habe nichts zu verkaufen. Ich habe einen Nack für euch, hier. Salrocker, ich bin wieder im Geschäft, immerhin. Außer Dankbarkeit kann ich euch nichts anbieten, aber wenn ihr mir mehr von denen bringt, gebe ich euch, was ich so finde. Das ist ja mal was Geiles. Oh geil, 12 Silber doch gekriegt und Quest aktualisiert. Du hast Burmo einen Nack gebracht, vergiss nicht, dir die Hände zu waschen. Das Ding hat Läuse oder was? Okay, rein, hier Diamantenviertelknolle. Ich kann es nicht glauben. Als ich hörte, dass ein zwergischer grauer Wächter in Orsama ist, habe ich so gehofft. Schau dich an, mein kleiner Bruder kehrt als Held zurück. Sogar mit ungewöhnlichem Gefolge. Ja, meine liebe Schwester. Es handelt sich aber leider nicht nur um einen Besuch. Rika, bist du das unter den ganzen Juwelen? Die sieht jetzt richtig schön fürstlich gekleidet aus. Das ist das Diamantenviertel. Was tust du hier? Ich habe dich vermisst, Rika. Nimm mal das vierte. Du siehst gut aus, so herausgeputzt. Ich hatte befürchtet, dass du auf der Straße lebst, während wir im Luxus schwelgen. Ja, stell dir vor, seit letzten Monat bin ich königliche Konkubine des Hauses Eduken. Mutter und ich wohnen jetzt im Palast. Unsere ganze Nachbarschaft fände problemlos allein im Badezimmer Platz. Ich wünschte, du könntest den kleinen Endrin sehen. Aber er darf das königliche Kinderzimmer nicht verlassen. Oh, schade. Es handelt sich aber leider nicht nur um einen Besuch, okay? Du bist Mutter, ist die zwei, drei königliche Konkubine. Von wem? Wie geht es Mutter und Leski? Nimm mal das zweite.
Der kleine Endrin wurde kurz vor dem Tod seines Großvaters geboren. Sein Großvater, der König. Ist das zu glauben? Mein Sohn ist ein Eduken. Der zukünftige König von Orsamar verbringt seine Nächte in meinem Bett. Berat war eine Kröte. Aber ihm verdanke ich es, dass ich lesen, tanzen und massieren kann. Und was Balin sonst noch so an mir findet. Okay. Das erste ist wieder klar, es handelt sich aber leider nicht um einen Besuch. Zwei, aber Balin hat seinen Vater vergiftet und seinen Bruder getötet. Nimm mal das. Das ist eine hundsgemeine Lüge. Balin hat mir alles erzählt. Lord Harrowman hat immer Balins älteren Bruder vorgezogen, der dann aber Trian ermordet hat. Balin glaubt, dass Harrowman das alles eingefädelt hat, um es ihm anzuhängen. Und dann hat er es dem sterbenden König erzählt. Als der König ihn fortgeschickt hat, hat Balin wochenlang geweint. Sag mir, dass du diese schrecklichen Gerüchte nicht glaubst. Okay, und deinetwillen hoffe ich, dass du recht hast. Ist das erste. Zwei, natürlich, Balin ist jetzt mein Bruder. Drei, ich kann nicht versprechen, bevor ich weiß, was passiert ist. Und vier, Balin ist ein Lügner und ein Brudermörder. Nimm das dritte. Also musst du Balin treffen. Dann siehst du, wie er ist. Er ist sogar nett zu Mutter. Und das ist nicht leicht, wie du weißt. Aber darum bist du nicht hier. Was ist los? Von der Oberfläche heißt es, dass schreckliche Dinge dort passieren. Die dunkle Brut greift an und die Menschen führen einen Bürgerkrieg. Ja, ist richtig. Eine neue Verderbnis zieht heran. Ist das erste. Zwei, ich brauche Orsamar zur Unterstützung der Wächter. Und drei, ich muss mit demjenigen reden, der das Sagen hat. Nehmen wir das erste. Mögen die Ahnen uns retten. Ich habe befürchtet, dass du das sagst. Ich hasse es. Solange es keinen König gibt, lässt die Versammlung lieber die Welt einstürzen, als auf das Gebot der Vernunft zu achten. Aber ich kann dich Wartek Gevorn vorstellen, Balins oberstem Hauptmann. Wenn dir jemand helfen kann, dann er. Okay. Sehr gut, bring mich hin. Ist das erste. Das zweite, sagt mir einfach, wo er ist. Ich finde ihn schon. Drei, ich habe erst noch einiges zu erledigen. Später vielleicht. Vier, ich rede lieber mit Lord Harrowmount. Ich nehme mal das zweite. Wartek verbringt die meiste Zeit in der Versammlung. Wir treffen uns dort. Er wird dir eher zuhören, wenn ich dich vorstelle. Ich gelte als Balins Liebling. Okay. Balins Liebling. Eieiei. Sagst du, wenn ihr auch Ferkelfilme praktiziert, das ist auch nicht mehr so feierlich da. So, okay, die Tür ist zu. Oh, das ist beeindruckend. Die Adelshäuser genießen ihren Luxus wohl sehr. Ja, wahrscheinlich. So, hier die ganzen Dinger ist zu wieder. Dann kann man hier nicht oben bleiben. So. Aktuelle Nachrichten. Plant Lord Balin die Auflösung der alten Clans? Er verweigert dazu vor der Versammlung jeden Kommentar. Okay. Was ist das für eine Tür? Haus Harrowmount. Okay, das ist der Erzfeind quasi. Vom Balin. Was ist das für ein Kleiner da? Adlige. Aha. Moment, das ist... Ist das eine Sie? Ist eine Sie. Oh, Waffengestell. Gib mal her, Diamantenstreithammer aus Viridium. Den kann man auch verticken. Hat ja keiner gesehen, ne? So, Lady Days. Das zieht sich schon zu lange hin. Es beleidigt das Andenken von König Andrin. Ja, gebe ich dir recht. So. Aktuelle Nachrichten. Lord Harrowmont ist rückschrittlich. Begreift er nicht, dass Orsamar Veränderung braucht, um überleben zu können? Eieiei. Wieso haben die Zwerge eigentlich einen König? Ich dachte, sie würden über alles abstimmen oder so ähnlich. Ja, das tun sie doch eigentlich auch. Denke ich jedenfalls. Ah, weißt du gar nicht, wie das bei denen genau funktioniert? Königlicher Palast. So, was haben wir hier? Königliche Ware? Noch mehr königliche Waren. Was ist hier? Okay, hier. Oh, da kann ich sogar rein.
Oh Gott! Ja! Wir sind Sträflinge! Schnell! Geh hin und Feuer! Ja, 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 ja. Jetzt geht's aber zu hier! Hau den Tod! Hau den Tod! Okay, heilen! Unbedingt! So, hier auf den Dicken da! Das wird unschön! Nieder mit dir! Ach ja! Gut, jetzt heilen bitte. Win, heil hoch. Power! Ist das alles? Mehr kannst du nicht! So, jetzt der. Ist das alles? Mehr kannst du nicht! Achtung! Ergib dich! So, und jetzt kriegt der andere Beef. Solange du noch kannst! Der Erbauer schütze uns! Oh, und gleich noch die Faust rein. Hier, bam! Hinter uns! So, und das war's. Geht hier vor! Bei den Ahnen. Sehr gut, Wächter. Ihr kam zur rechten Zeit. In Zeiten der Verzweiflung neigen die Leute zu seltsamen Handlungsweisen. Das ist richtig. Stollendieb. Okay, was haben wir hier? 13 Silber. Ja, immer schön her. Mit tiefen Pilz. Ja, ein schöner Pilz. Ich denke, Mario hätte es auch gefreut. Okay, hier noch was? Nee, nichts mehr. Gut. Das war, oh, hier ist auch offen. Jetzt habe ich hier die nächste Knolle. Aber erstmal mit dem Reden. Nochmals danke, Wächter. Ah, doch nichts. Schade. Habe ich hier rein? Natürlich. Ah. Eine Truhe. Was möchtet ihr? Geil. Ja, schicke Vase und ein Liebesbrief. Sau geil. Warte mal, hier gibt's. Ne, hier gibt's nichts. Ui. Was ist denn hier alles drin? Lebensmittel, das ist die Küche. Gut. Silberkelch. Bringt er was? Ah, das ist nur zum Verticken dann. Glas. Was ist das? Glasphylacterion. Wie ihr meint. Viele von König Endrins Besitztümern wurden eilig eingelagert, darunter auch Trophäen seiner langen Herrschaft. Unter den Kisten ist auch ein kleines Glasphylacterion. Okay. Weiter. Der Bereich ist unnatürlich kalt. Dunkle Schatten wirbeln um ein Stück Papier in dem Fläschchen. Das Fläschchen nehmen, das Fläschchen in Ruhe lassen. Nehmen wir es mit. Das Glas zerbricht, als du es berührst. Oh, oh, da wird ein Dämon freigesetzt. Ah, scheiße. Ein Wiedergänger. Ja. Verteidige dich. Ja. Dann soll es. So, hier, der kriegt schon wieder auf den Dötz. So, Liliane, gehst mal hin, machst hier mal Zielschüsse. Oh Mann, ey, die macht ganz schön Ärger, ne? So, hier, Doppelheilung. Feuer. Feuer auf den drauf, Mann. Jetzt kein Morgen. Hopp, haut den Wiedergängerblatt. Bitte. Bitte. Wir müssen schnell machen, sonst ist alles vorbei. So, okay, da ist der Radius zu groß. Kann ich nicht nehmen. Lieber was anderes dafür. Okay, jetzt war aber jetzt gleich böse. Los geht's! Gut, was machen wir nun? Liliana, gehst du hinsetzen, mal festhalten, der Schuss oder irgendwas an. Lisi des Heldenmodus läuft. Verkrüppelnder Schuss, machst du mal das. Beim Atem ist sterben! Willst du wirklich sterben? Da! Hier, Faust! Und nochmal den Brutzelstrahl. Und hier, Gruppenheilung. So, hier einmal trinken, bitte. Nimmst einen normalen Lyrium-Trank. Den kriegen wir wohl down. Okay, der andere ist gleich hin. Das ist natürlich überhaupt nicht schön. So. Zeigt mir die Richtung. In Ordnung. So, hier nochmal die Faust. Drauf. Oh. Scheiße. Retz hoch. Plan B.
Ritz hoch, Mann. So kannst du nicht retzen, alle. Win! Retzen! Sonst retzen! Zwängst uns dazu! Oh, sie leben wieder. Verstanden. Gut, und gleich Heilung rein. Alles. Den kriegen wir down. Ey, nicht die Bienen! Nicht die Bienen! Oh je! Bringen wir es hinter uns! War weg! Lauf! Lauf! Schnell! Raus hier! Mist! Das ist jetzt peinlich. Okay, letzten Spielstand laden. Müsste hier an der Tür abgespeichert worden sein, denke ich mal. Oder auch nicht. Wo bin ich jetzt hier gelandet? Was ist das hier? Ständeviertel. Ja. Okay. Also doch war ich doch hier richtig. Passt. Also okay. Müssen wir halt nochmal machen. Schade. Was ist das? Das Ding hat eine Speicherfunktion echt aus der Hölle oder so. So ein kleines bisschen höllisch. Je näher an der Oberfläche man lebt, desto höher also der soziale Rang. Grauer Wächter in Orsama auf der Oberfläche. Sicher, um Lord Harrowmont seine Unterstützung anzubieten. Nee, ich werde niemandem die Unterstützung anbieten, wenn ich nicht vorher die Details kenne. So, hier Lady Days, die habe ich ja schon die habe ich schon gesprochen. So, da ist es. Achso, das ist Haus Harrowmont. Genau, gehen wir hier weiter. Aktuelle Nachrichten! Zwei weitere Clans erkennen Lord Balen als neuen König an. Die Veränderung ist unvermeidlich. Unvermeidlich, ja, unvermeidlich. Gehen wir noch nicht dort rein. So, hier Orsama-Wache. Nochmal Orsama-Knolle. Was ist das eigentlich? Das Kammer der Versammlung. Okay, und was war das da unten? Königlicher Palast. Da gehen wir halt mal rein. Wenn alles dabei ist, würde ich gern hier arbeiten. Gut, also probieren wir es jetzt nochmal. Eieiei, oh hier, ich speichere mal ab. Diesen Wiedergänger werde ich aber auch platt kriegen. Irgendwas klopft wieder, das sind wieder die Teufel. Da sind sie wieder. Stollendieb. Gut. Feuer gleich mal auf den Teufel. Sind alles nur Standarddiebe, ne? Nicht ins Mund Lieder. Wir sind nicht allein. Ganz und gar nicht. Ich werde es tun. Ergib dich, solange du kannst. Jetzt spuckst du Stahl. Gut, sehr gut. So, hier. Brutzelt mal rein. Los, einmal noch. Hier den Arkane Bolzen. Ja, sehr gut. Irgendwie schön umfallen. Gut, machst du jetzt mal Heilung, bitte? Aber erst nochmal die Faust, genau. Und hier nochmal den Bolzen. Und Heilung. So. Wunderbar. So, und jetzt der. Auf ihn. Näher ran. Ich versuche, gnädig zu sein. Jawohl. Und das war's. Was geht hier vor? Bei den Ahnen. Sehr gut, Wächter. Ihr kam zur rechten Zeit. In Zeiten der Verzweiflung neigen die Leute zu seltsamen Handlungsweisen. Das ist korrekt. Okay, da ist nochmal Wundumschlag. Ein Silberring. Schön. Und hier noch was. Noch ein bisschen Geld. Sag sie, die haben jetzt mehr verloren, als ihnen lieb war. Nicht nur ihr Leben, sondern auch ihre Börse. Und da hinten noch was. Gefrorener Blitz. Ah, da kann man auch irgendwie so eine Resi-Knolle draus machen. Gut, jetzt gehen wir hier nochmal rein, wenn das geht. Das geht sogar. Ja. Nee, gibt's aber nichts. Gibt's nichts. Ich habe erst gedacht, es gäbe was, aber war leider nicht so.
Erlaubt ihr? Ich könnte das machen. Ja, na klar. Ja, natürlich. Zwergenhandschuhe aus Meridium. Das ist doch schön. Nehmen wir mal mit. Codex aktualisiert. Okay, was ist denn das? Correspondentus Interruptus. Alles klar. Eine Sammlung peinlicher persönlicher Briefchen zwischen den verwöhnten Reichen und ihren Objekten der Begierde. Eine delikate Angelegenheit. Obschon ich vor Freude über euren Besuch hier überschwappe, erfordert es die Ankunft eines unwillkommenen Gastes, dass ihr mein Anwesen durch den Nebeneingang verlasst, damit euer Ruf keinen Schaden nimmt. Das ist gut. Meine geliebte Virginia Helena echt Adel. Betrifft zerrissene Miete. Zerrissenes Miete. Beigelegt findet ihr 7 Silber und meine tief empfundene Zerknirschung ob des besagten Mietes. Ich weiß nicht, ob es die Kälte der Meeresgicht in meinen Haaren war, der Verlust meines Lieblingshemds, das Bocken des Hengstes oder vielleicht die Mühsal, all diese Elemente unter Kontrolle zu halten, während ich für ein Porträtmodell saß. Jedenfalls war ich nicht mehr ich selbst. Ich hoffe, ihr könnt mir vergeben und nehmt es nicht auf euch, um ganz ohne Hilfe euren Weg durch diese schnöde Welt zu finden. Auf ewig euer Sir Rival Grouseman. Ja, da wollte jemand wohl an die Wäsche gehen. Aber gut. So, hier ist jetzt wieder diese Fiolenknolle. Holzkiste. Lederhelm gehärtet. Können wir verkaufen. Können wir echt getrost verkaufen. Die Dinge lasse ich jetzt in Ruhe. Natürlich. Obwohl, das nehme ich auch mit. Und das lasse ich gehen. Das war mir jetzt nicht... Obwohl. Aha. Speichern. Und jetzt geht's runter. So, hier. Stellen wir das mal um hier, dass die nicht immer nachziehen. Er lässt her mal ganz vorne hin. Die Bühnen hinten. Liliana hinten. Und jetzt hier die 2. Aber ich glaube mal, Alistair wird mal wieder Runde aussetzen, wenn es so weitergeht. Ja. Gut, hier jetzt nehmen wir das doch nochmal weiter. Nehmen. So, jetzt ist es kaputt. Und er war freigesetzt. So, Win geht dorthin. Liliana geht auch dorthin. Und Alistair und meine Knolligkeit gehen wieder auf den Teufel. So. Hier, machst du mal einen Hau drauf. Verkrüppelnder Schuss. Verkrüppelnder Schuss. Und zielen. So, und jetzt wirken mal die Magie, dass ich geheilt werde. So, dann machen wir hier Stein rüber. Achso, das bringt aber der nichts. So, und gleich nochmal heilen, bitte. Nochmal die Steinfaust. Ja, sofort. Und nochmal drauf. Ja, hau doch mit drauf. Alistair. Bist ein Trollo. Macht wieder gar nichts. So, und Rezzo braucht dringend eine Mullbinde. Gut, da kriegt er jetzt einen mächtigen Wundumschlag. Sehr gut. Kannst dich gewinnen! Boah, guck mal, wie der durchhaut, ne? Das ist irre. Das ist absolut irre. So, hier, die trinkt jetzt einen Korosen. So. Unbedingt hochheilen. So, gleich wieder Steinfaust. Auf den Teufel. Hier, Mannerknolle. Gruppenheilung. Alles rein. So viel reicht. Jetzt mit dir! Damage Output ist wieder mal total mies. Ich denke, ich muss mal wieder den Meuchelmörder mit einsetzen hier. Das geht ja so nicht. Wo soll ich zuschlagen? Wie ihr meint. So, hier, der kriegt auch was. Und das Mana ist schon wieder leer. Hier, große Knolle. So, jetzt versuch nochmal zu heilen. Und zwar ihn. Dass er sich selber, so weit verletzt. So, hier Feuer. Schnell, guten Heilung. Gut, wenigstens ein bisschen Heilung gekriegt jetzt. So, Anna kriegt jetzt auch nochmal. Alter vor Schönheit. Alter vor Schönheit.
Meine Herren. Oh oh. Okay, schnell. Schnell jetzt. Schnell. Gut. Wiederbelebung. Mir ist so schwindelig. Nein. Aber gern. Es ist nicht zu viel. Lass die Liliana in Ruhe. Ich drauf auf den Teufel. Gut, jetzt Heilung bitte. So, alle drauf. Okay, hoffentlich hat die Bühne jetzt nicht unnötig die Akku gezogen, aber machen wir erstmal hier den Faustschlag auf den Teufel. Aber den kriegen wir jetzt down. Ich hoffe es. Jedenfalls. Okay, Alistair ist wieder tot. Er taucht einfach nichts. Eieieiei. Gut. Jetzt gehst du hin und heilst hoch. Seid vorsichtig! Ja, mach's nochmal Arkanknolle. Jawohl, er ist tot. Er ist tatsächlich tot. Codex aktualisiert. Wiedergänge. Oh Mann. So, jetzt muss ich erstmal ein bisschen durchatmen hier. Eine ganze Einheit erschlagen von einer einzigen Kreatur. Ich habe es anfangs nicht geglaubt, eure Vollkommenheit, aber es entspricht wohl den Tatsachen. Es gibt einen Überlebenden, dessen Gerede ich zunächst für gänzlich übertrieben hielt. Doch es handelt sich wohl nicht um ein einfaches Skelett. Die Beschreibung der Fähigkeiten der Kreatur ähnelt der, die wir von unseren Brüdern bei Marnas Pell vor fast einem Jahrhundert erhielten. Männer flogen durch die Luft und landeten auf der Klinge des Wesens, das so schnell war, dass es mehrere Angriffe zugleich ausführen konnte. Nein, eure Vollkommenheit, wir haben es hier tatsächlich mit nichts Geringerem als einem Wiedergänger zu tun. Aus einem Brief an die göttliche Amara der Dritten. Abschnitt 5, Vers 71, golden erhabenes Zeitalter oder sowas. Oh Mann. Ein Wiedergänger ist eine Leiche, die von einem Dämon der Hochmut oder der Wollust besessen ist. Einer der schlimmsten besessenen Gegner, die es gibt. Viele von ihnen können zwar Zauber wirken, sind aber gut gerüstet und bewaffnet und bevorzugen den direkten Kampf. Sie sind schwach gegen physische Angriffe, erholen sich aber rasch und können fliehende Feinde durch Telekinese wieder in ihre Reichweite holen. Außerdem können sie mehrere Gegner zugleich attackieren. Bleibt auf Distanz, falls möglich, und handelt schnell. Nur so könnt ihr eine solche Kreatur besiegen. Alles klar. Ja, sofort. Auch schön, was er hier gedroppt hat. Das ist sehr schön. Papierfetzen, ne? Nehmen wir mit. Okay, die schwarzen Fläschchen. Den zweiten Leichenwandler binden. Vertrieben aus deinem Wirt mögest du auf sterblichen Grund kein Heim mehr finden. Gebunden durch deinen wahren Namen, so wie wir es uns geschworen haben. Netamas Bigal, Wiedergängerin und Perversion einer braven Tochter. Nie mehr wirst du den Schleier verletzen oder fliehen, das nichts erreichen. Möge Andrasse dich halten, Dämon und deinen Zorn auf ewig binden. 6 Daumenabdrücke im Blut markieren das Ende des Textes. Oh Mann. Das sind schon ziemlich harte Sachen. Aber wenn es schwarze Fläschchen gibt, ich denke mal, das wird nicht das Einzige sein, was wir im Spiel finden könnten. Es gibt auf jeden Fall hier sehr viele Geheimnisse. Und das ist brutal. Okay, hier ist ein Bücherregal, da kann man nichts machen. Kommt mal alle her. Gut, jetzt kommen sie wieder nach.